Hallöchen zurück zu einer weiteren Folge Assetto Corsa. Wir sind wie immer hier schön auf der Nordschleife unterwegs. Diesmal habe ich hier den Nissan 350Z dabei. Der Nissan 350Z ist hier der Vorgänger vom 370Z. Oh, wer hätte das gedacht? Ja, naja, aber es ist einer der früheren Sportwagen von Nissan. Na, schöne Coupé-Form. Ah, zwei Türen und Co. Ja, hat einen 3,5 Liter V6 Motor mit sage und schreibe 280 PS. Wollte ich gerade 380 PS sagen. Ja, völlig verkehrt. Nein, 280 PS. Klingt jetzt nicht viele. Ist halt kein Turbo drauf. Ist halt nur ein Sauger, ne? Und hört mal kurz hin. Ja, klingt schon nicht schlecht. Also muss man schon sagen, ist okay. Leider ist ein Rechtslenker. Und ja, finde ich ein bisschen schade. Licht geht zumindest in, wie man sieht. Es ist halt auch nicht viel drin in dem Auto, ne? Also, man kann sagen, schön, dass der Innenraumspiegel geht. Und ja, Lenkrad passt einigermaßen mit... Ja, mit der Umdrehung, ja, naja, leider halt nicht mit der Handkoordination am Lenkrad, das passt gar nicht. Licht haben wir hinten leider keins, vorne dafür. Und ja, die Alus sehen jetzt aber auch nicht so pralle aus auf dem Auto. Und das sieht man leider nicht. Das Reifenprofil, warte mal kurz. Jetzt mal. Da. Ah gut, da ist Schatten. Ah, jetzt hier, genau. Ja, sollen halt Semislicks darstellen. Sind wahrscheinlich halt Semislicks. Ja, naja, gut. In echt sieht's den Semislicks besser aus. Nicht so, irgendwie nicht so, nicht so aufgesetzt aus. So. Nee, irgendwie nicht. Aber nun gut, wir fahren wieder in dieser Kameraperspektive. Weil ich komme mit einem Rechtslenker halt 0,0 klar. Also noch weniger als sonst. Und Licht haben wir ja, glaube ich, angehabt. Hoffe ich jedenfalls. Wir müssen ja hier mit Licht fahren auf der Nordschleife. Ja. Schön hier. Wir schalten kurz nach außen. Hört ein bisschen rein. Bis gleich. So ist es nicht das schwerste Auto zum Fahren. Hat halt auch nicht so viel Bums. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich wirklich ABS in dem Auto habe. Wenn ja, dann lässt es doch sehr viel zu. Wenn nein, dann blockieren eigentlich die Räder zu wenig. Das war... Ja.
nicht gut. Ich muss dazu sagen, ich bin halt jetzt ewig nicht mehr Assetto Corsa gefahren. Das ist wirklich schon saulange her. Bisschen ist die Übung jetzt raus. Komm, ein bisschen ins Schleudern nicht, aber ein bisschen ins Rutschen. Ist mir aufgefallen, das ist der Lack. Der ist matt. Der Fuchsröhre ein bisschen ruckelig. Ich hoffe, das sieht man auf der Aufnahme nicht so sehr. Alter Schwede. Da ist völlig die Routine weg. Gerade bei mir, also, wow. So ein Scheiß hier. Manchmal werde ich ja völlig zum Horst. Hier wieder so eine Scheiße zusammenfahre. Meine Güte. Eigentlich lässt er sich ja gut fahren. Wie gesagt, auf der Bremse ein bisschen. Bisschen zickig. Hier, seht ihr? War jetzt voll auf der Bremse, dann kommt der Arsch so ein bisschen rum. Aber beim Gegenlenken kommt der Gegenpendler sowas von rapide. Das ist schon nicht sehr angenehm gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auch wieder. Ich stand nicht gar nicht voll auf der Bremse, das muss ich dazu sagen. Ich stand nicht voll auf der Bremse, aber trotzdem. Das Heck wird da echt sehr unruhig. Generell beim Bremsen. In so seltenen Fällen fällt das Ding gegen Pendler ein. Das ist überhaupt nicht meins. Ich krieg jedes Auto immer dazu, dass es ja, dann völlig eskaliert. Mein Gott, mein Gott. Eigentlich nicht schlecht, das Auto. Oha. Aber auf der Bremse halt. Auf der Bremse. Und mal überlegt, der hat eigentlich. Oh, er hat eigentlich Heckantrieb. Das heißt, von der Gewichtsverteilung ist es schon mal nicht schlecht. Gut, ein relativ kurzes Heck. Das ist Coupé-Form. Aber trotzdem. Oh Gott. Warum kommt er denn nicht rum? Warum kommt er denn hier nicht rum? Gibt's doch gar nicht. Hier kommt er auch rum. Also leicht. Man könnte sogar mit ihm driften. Also man kann so leicht in den Drift zwingen. Und hier eskaliert er wieder völlig. Oh, okay. Eigentlich ist es echt so, man erkennt wirklich einen guten Mod hier am Karussell. Und er hier, der Kollege, der setzt ja durchgehend auf, schwimmt dann einfach weg. Du kannst da lenken, wie du willst, der schwimmt einfach weg, weil er quasi einfach aufsetzt. Und so extrem tief ist ja der 350Z nicht. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass der so extrem tief ist. Dass er hier auf der Nordschleife so massive Probleme hätte.
Ja, auch wieder. Man könnte mit so ein bisschen ruckartigen Lenkbewegungen könnte man ihn echt dazu bringen, dass er so rausrutscht, also mit dem Heck kommt. Wenn er mit dem Heck rausrutscht. Er kommt einfach nicht rum. Boah. Er kommt einfach nicht rum. Es ist... Nee. Mal ganz ehrlich, das... Nein. Geht gar nicht. Das geht halt gar nicht. Er kommt nicht rum. Aber dann übersteuert er so heftig. Warum? Es ist nicht nachvollziehbar. Es ist nicht spürbar im Lenkrad. Dass das jetzt so wirklich... Nee. Hier setzt er wieder auf. Wie blöd, ey. Ich glaube es nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also an sich nicht schlecht, aber da sind so Kleinigkeiten hier dabei. Auf der Bremse, bei manchen Kurven und Co. Das ist nicht nachvollziehbar. Überhaupt nicht nachvollziehbar, wie sich das Auto manchmal so verhält. Warum es sich so verhält? Es ist so schade. Weil es eigentlich ein echt schönes Auto ist. Ach man, das ärgert mich ein bisschen. Das ist einmal, weil die Scheiße so runde war. Nein, die Runde so scheiße war. Das liegt aber an mir. Ein bisschen raus war. Aber das sind alles nur Ausreden. Er ist einfach... Ja. Ich war nicht drin. Das Auto... Ja, das ist manchmal nicht sehr nachvollziehbar. Und... Ja. Dann kommt halt beides zusammen. Und dann kommt halt so eine bescheidene Runde raus. Na gut, ich pack mal hier ein. Und ich sag da mal, ihr könnt ihn mal ausprobieren. Ihr müsst es nicht. Also ich empfehle es so. Ich weiß nicht. Ich empfehle es so erstmal nicht. Weil wie gesagt, durch dieses nicht nachvollziehbare teilweise kann ich nicht sagen, jawohl. Das muss so. Nee. Okay, der Kollege ist ja auch tiefer als Serie. Kann man so sagen. Nichtsdestotrotz ist es quasi eigentlich Fail. Schöne mal schwarze Lackierung nochmal angemerkt hier. Aber, ja, nee. Nee. Ja, probiert es selber aus und macht euch selber ein Urteil. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.